Der Kurfürst hatte die alte Poststraße verlegt. Um sie wiederzufinden, versammelte er die besten Kriminalisten des alten Europa und der neuen Welt zu einem Stammtisch im Gasthof zum Weißen Ross. »Wenn meine kleinen grauen Zellen mich nicht täuschen«, sagte Sherlock Holmes, »sind wir hier an der richtigen Stelle. Können Sie die Fakten zusammenfassen, Watson?« Der Angesprochene stellte umständlich seine Aktentasche auf dem Tisch ab. »Wir wissen immerhin schon«, sagte er, »dass es der Wirt vom alten Serkowitzer Gasthof war, der sich an dieser Stelle bereits 1788 ein zweites Standbein schuf.« Lord Peter kaute ausgiebig an einem Schluck Gewürztraminer vom Staatsweingut Paul Gerhard. Dann straffte er sich und ergänzte: »Vermutlich wählte er den Platz an der Kleinbahn, um der Meierei die Partygäste wegzufangen. Er wollte ihnen sozusagen von unten her das Wasser abgraben.« »Durst«, lächelte Miss Marple, »ist zwar der sicherste Parteigänger der Getränkeindustrie, aber ein schlechter Ratgeber. Deshalb musste auch der Klimagipfel scheitern.« Sie unterbrach sich zu kurzem Nachdenken. »Sie brauchen trockene Wärme hier, Dürre, wenn wir so wollen, nicht diesen Londoner Novembernebel.« Marlowe lächelte grimmig in seinen Wackerbart Whisky hinein, in dem dicke Eiswürfel aus schwarzes Teich anmutige braune Schlieren zogen und dem Getränk die edle Würze gaben. »Vergiss es«, sagte er. Hercule Poirot horchte auf. An der Tür verhandelte der Postkutscher mit dem Rosswirt über den Pferdewechsel. Die zunehmend heftiger werdende Auseinandersetzung begann den Raum zu bestimmen. In plötzlicher Erregung stieß der Kutscher mit der Rückseite seiner Peitsche einem still in der Ecke trinkenden Eilboten die Meißner Fummel aus der Hand. Das Backwerk schepperte zu Boden und brach in tausend Stücke. Der Bote jaulte auf, als sei er selbst getroffen, bis die Kathi ihn mit einem neuen Viertelchen Landstreicherwein zu sich selbst zurückzubringen wusste.
In das entstehende Handgemenge hinein fiel ein Schuss. Pater Braun bemerkte vor dem zersplitternden Fenster eine riesenhafte Gestalt auftauchen und ebenso schnell wieder verschwinden. Flambo! Aber der Pater fasste sich rasch. Mild lächelnd nahm er wahr, dass der Schuss die goldene Weintraube getroffen hatte, die der Detektiv Pinkerton von der Agentur Pinkerton und Pinkerton seit Beginn der Verhandlung unablässig in den Händen gedreht hatte. Die goldenen Beeren spratzten unter die Tische, kriechend folgten ihnen die jungen Pioniere vom Reblaus-Kindergarten. Sie waren mitten in der durch die Bruder-Lehmann-Stiftung geförderte Goldsucherausbildung und daher schon aus Gewohnheit scharf auf allen glänzenden Anschein. Miss Marple schloss ihre Handtasche, goldener Most floss über die Tische. Pater Braun erhob sich und schritt zur Tür. »Ich muss noch einen Brief aufgeben«, sagte er. »Aufgeben!« Der als Sherlock Holmes verkleidete Hans Albers bohrte seine stahlblauen Augen in die zufallende Wirtshaustür. »Nie!« rief er aus. »Vergiss es«, Marlowe klingelte mit den schlierigen Eisstücken, während Donna Leon den guten Obstbrand des bajuwarischen Schaumweinprinzen auf der Zunge balancierte und Kommissar Brunetti in die Spur schickte, die Sache endlich aufzulösen. »Zum Teufel, das ist ja schlimmer als bei Kleists Räubern. In diesem Radebeul stimmt kein einziger Satz.« Dr. Watson stampfte mit dem Fuß auf und knallte die Aktentasche auf den Tisch. In diesem Augenblick löste sich Maigret aus seinem Schatten, schob den Hut ins Genick und stellte das Glas mit Sells Apfelwein auf den Tresen zurück. »Ich glaube doch«, sagte er, »ein oder zwei Sätze könnten richtig sein.« Er wusste wie immer welche. Und wenn Sie zugehört haben, wissen Sie es auch.